Und damit willkommen zu Ignatius. Und wir fangen direkt mal ein neues Game an. Hello, let me tell you a story. What happened to me when I was young? I worked at accounting, a settlement, taxes, and voice, the teachers. That full day I had a long work to finish some unfinished business. When I was coming back home, it was already the dead of night. Full of the sleep, the morning in the midday way. The town entered an unto the standing traveling at cinema again. Tomorrow will be a show, I thought. Suddenly, someone stood behind me. I feel the head of my on my shoulder. My name is Vigo, I am the director. He offered me a film shoot and not why both at any feet. Project began to work. I could hear the distinctive sound of a small motor. Bam 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 bam. So. Also links, rechts. Wir können pausieren. Warum auch immer wir pausieren können. Und von dem Sound. You can interact with objects by pressing the action button or with just the symbol appear. Oh, jetzt haben wir eine dicke, fette Kiste. So, und hoch. During the game you can find pages from the book describing the history of Virgo. You can revive them by clicking on the book icon. Also so gesehen einfach nur Teile der Story von Virgo. Den komischen Typen, der uns da was Böses wollte. Filmrollen. Collect three pieces of the film tape to activate the portal. Interessantes Portal. Wir haben unsere erste Filmrolle. Eine Vogelscheuche. Was für eine hässliche. Oh, erste Filmrolle. Eine Eule. Und ein Rabe. Ah, weg. Autsch. Scheiß Rabe. So. Ah, noch eine Filmrolle. Ah, nein, nein, nein. Weg, 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 weg. Hau ab, du blöder Rabe. Was ist denn das? Auf jeden Fall ist es nicht gesund.
Easy-Mode hier so. Oh. Ja, Easy-Mode. Upsa. Ja, okay, das ist jetzt echt blöd gelaufen. Aber naja, wir kennen nun ja den Teil schon, aber wir dürfen hier nicht runterfallen. Wir dürfen es nicht übertreiben. Dann bleiben die also. So. Die blöde Krähe, der Rabe. Was auch immer. Autsch. Und hoch. Ah, hier kommt, glaube ich, wieder Slime, genau. Komm zurück. Eine Buchseite scheint mir. Auf den nächsten Filmteil, würde ich mal sagen. Sind wir jetzt direkt beim Ausgang? Meinheit. Und noch eine Seite. Aber Story. Ihr könnt Story gucken. Also eines Tages in einer kleinen Stadt ist ein Baby geboren. Ein neues Leben. Es war ein Junge. Seine Eltern nannten ihn Virgo. Ein Fotograf wurde er. Hat vieles bewundert, was um ihn herum war. Aber gewisse Sachen hatte er einen gewissen Fokus. Von mit seinen Kamera so gesehen den Fokus. Ach, das kann man es mit groß machen. Also so gesehen, wir machen hier das Buch voll und damit kriegen wir dann die Story. Oh. Das war auf jeden Fall eine Filmrolle. Nein! Böse. Das war eine fucking Falle. Ist doch das Muster. Ah. Jetzt haben wir's. Es geht nicht um die Schalter, es geht um die Lampen. Der erste Gedanke war nämlich jetzt einfach die Schalter in der Reihenfolge. Aber das war natürlich falsch.
So. Nein, Rabe, ich mag dich nicht. Das ist doch wieder die Plattform, die vorne war. Bingo. Ach, das scheint das gleiche Level zu sein. Nur, dass es schwerer wurde. Und damit kann man dann so gesehen in ihre andere Richtung gehen. So kleine Ignatius. Fuck. Das hätte jetzt schief gehen können. Das hätte jetzt sowas von schief gehen können. Pilze oder was das sein soll, keine Ahnung. Komischer Kackslimer. Uff. Was guckst du? Bist überhaupt nicht merkwürdig oder so. Los, weg hier. Bloß weg. Komisches Kopfding da. Ja. So. Brauchen noch nur die, genau, hier die Filmrolle. Bedeutet das Ende, also ja. Oh, runter. Und wieder warten. Die Augen alleine. Ey, lass mich hier nicht. Genau jetzt. Der wollte mich hier warten lassen. Geht mir gar nicht, ja. Und rüber. Was haben wir ja hier alles geholt? Sollte definitiv mehr aufpassen. Ja, ich bin da. Komisches Ding. Meine Jump-and-Run-Power, das ist mega. Mehr gesehen. Ich habe mich nur fast von ihnen Gegner hauen lassen. Da schauen wir den Gegner an. Dam, bam, bam, bam. Wie komme ich hier dann wieder hoch? Ah, natürlich. Supi. Blöde Ratte. Vor allem gruselige Ratte. Was ist denn das gewesen? Sag mir jetzt nicht, das war die Ratte. Da will ich nicht runterspringen, das ist mir nicht geheuer. Und hier kommen wir nicht mal hoch. Kommen wir doch hier gar nicht. Ach, ich weiß für was das ist. Hallo, Mr. Dracula, ich wollte nicht stören.
Mr. Dracula hängt da einfach mal ab. Na komm, Steinchen, dich nehmen wir, die brauchen wir nämlich. So. Und dann kommen wir nämlich hier hoch. Ah, das ist eine Rollratte. Komm, roll. Immer diese komischen Rollratten. Die rollen hier überall immer in der Gegend rum. Uff. Das hätte jetzt schief gehen können. Wie war das, das... Dann halt erst hier runter. Also diese Rollratte habe ich nun definitiv nicht erwartet. Komme ich schon mal wieder hoch, das ist schön. Verdammt. Ich dachte, da kann ich einfach runter. So konzentriere ich mich. Wo sind die Ratten her? Komm aus den Haufen da. So, da kann ich nicht runter. Die Kiste ist offen. Aber die Dinger müssen wir halt ja trotzdem wieder einsammeln. So ungeduldig. So. Komisches Ballbumsding, keine Ahnung, was du bist. Uff, das hätte jetzt schief gehen können. So, hier können wir lang. Hier sind die komischen Ratten. So, jetzt können uns die Ratten nichts mehr. Virgo, was macht uns Virgo nur? Ja, eigentlich wollte ich doch nur... Ratte. Nein. Ja, hier kommt man einfach runter. So. Und so. Dracula wieder. Hallo, Mr. Dracula. Müssen wir so gesehen eigentlich nur noch hoch, zurück und diesmal nicht sterben. Das wäre sehr doof. So und so. Und hoch. Einmal hopp. Und die Kampfratte. Weil ich sehe, das war ja eine Rollratte, keine Kampfratte. Und noch eine Rollratte.
wie so ein schöner Rollbraten, die wird zusammengerollt. Atsch. Bam, 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 bam. Was haben wir denn hier? Story of Vigo. Das Baby wurde geboren. Ja. Wurde größer, hat die Fotografie für sich entdeckt. Und als junger Mann lief er die ganze Zeit mit der Kamera durch die Gegend. Oh, und hat so gesehen die Filmerei für sich entdeckt. Bam, bam. Du bist wieder diese komische Statue. Ich mag die nicht. Sieht so merkwürdig aus. Oh. Noch ein Teil. Ein weiteres Puzzlestück. Was ist denn mit denen weiter passiert? Kennen wir das, kennen wir das, kennen wir. So. Nach vielen Jahren verfeinerte seine Kameraskills. Editor, Director und ja, Szeneschreiber. Arbeitet auf hohem Niveau. Ja. Er produzierte die perfekten Movies mit seinen tollen Techniken. Okay, aber das erklärt mir immer noch nichts. Atsch. So, und diesmal gesund durchkommen. Das ist zum Thema gesund durchkommen. Und besser. Bäm, 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 bäm. Naja, ich wollte es ja eh nur so gesehen mal ein bisschen anspielen, von daher. Da wir eh gerade jetzt tot sind, wer sich so gesehen die ganze Geschichte von Virgo anschauen will, am besten selber spielen. Mm-hmm.